Servus, du bayerischer Frühstücksflocken da draußen vor dem PC, die Laptop und TV. Wir spielen 21. Folge von Pokémon Schwarz Edition 2. Schön, dass du bei dieser Aufnahmesession wieder dabei sein möchtest. Wir sind hier in Riano City angekommen. Wir haben uns durchgeboxt von Strato City bis hierher. Und ja, wir kennen das Ganze noch. Früher war das ja eher mehr Wüstengegend. Jetzt stehen da schon mehr Wohnungen. Ganz hübsche Wohnungen. Aber es gibt noch den Wüstenort und da werden wir auch noch hingehen. Ich hoffe auch in dieser Aufnahmesession. Und wir haben uns durch die Einklangspassage durchgelaufen. Wir haben ein neues Ereignis bekommen. Wir sind dort der Overlord und dürfen die Einklangspassage einrichten. Und ich habe offscreen auch ein bisschen was gemacht, also zwei neue angeworben und das werde ich dann euch auch zeigen. Ja, währenddessen habe ich mein Team etwas trainiert. Koni auf 21. Mr. Leto habe ich immer zum Massieren gebracht, damit Mr. Leto ja immer zutraulicher wird. Koni kann jetzt Schaufler. Ist eine sehr gute Attacke. Momentan ist auch Koni stärker geworden als je zuvor. Ansonsten glaube ich, bei Vati hat sich da nichts getan. Vielleicht der Bodycheck. Und bei der Inori hat sich, glaube ich, auch nichts verändert bei meinem Schatzel. Zornklinge, Energiefokus, Aquaknarre und Kaltklinge ist bekannt. Bei Fukano. Oh, mir steckt noch was im Hals gerade. Aber schauen wir mal, vielleicht kriege ich es noch raus. War das der Gegenschlag? Aber ich glaube, das kennen wir. Flammenrad, Silberblick und der Feuerzahn. Mr. Leto. Gehen wir noch mal kurz durch. So viel Zeit darf sein. Der Windschnitt finde ich ganz gut. Weil das. Oh, das sind beides spezielle. Und der Herzstempel ist tatsächlich als Psychoattacke nicht speziell. Sogar eher mehr eine physische Kategorie. Da muss ich mal gucken. Angriff ist 33 und Spezialangriff ist 37. Ja, ist ja logisch, er ist ja Psycho-Pokémon. Also müsste ich den eher mehr auf speziell spielen. Vielleicht später. Jetzt muss ich es mir doch mal aufschreiben. Ich huste mal ganz kurz. Wieder da. Es stört mich einfach. Ja, wir sind hier in der Rione City und wir werden erstmal die Leute hier befragen, würde ich mal meinen. Das haben wir nämlich gar nicht mehr gemacht und nicht mehr geschafft. Ich versuche im Vorbeigehen möglichst viele Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Eingangspassage entstehen. Das wird passieren. Camilla. Ah, ihr seid. Camilla, ist mir nicht mehr eingefallen. Letztes Mal ist dort die Arenenleiter von Rione City. Sie ist ein Model. Ich würde sie ja so gerne mal über den Laufsteg stolzieren sehen. Hier ist ein Auflauf. Er kommt mir bekannt vor. Entweder ist es aus der vorigen Edition, also praktisch schwarze-weiße Edition, die erste, oder die nicht auswählen hätte können. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn dort kann man nach Herzenslust Pokémon-Kämpfe austragen. Als ich dort meine Kräfte messen wollte, war doch tatsächlich auf einmal die Metromeister. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer in der gesamten Weichenstation. Und das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit bietet sich einem nicht oft. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte. Wahrscheinlich meinte die beiden. Aber ich glaube, dass das der Typ ist, den wir auswählen hätten können. Wollen wir es mal probieren? Jetzt gleich, eigentlich wollte ich die Stadt erkunden. Ach so, verstehe, du bist noch nicht bereit, was? Dann halte ich sie erstmal irgendwie hin. Aber wir müssen unbedingt gegen sie antreten. Okay, dann halte doch noch mal kurz hin, bitte. Danke. So,
Ich möchte so gerne nach Verula, aber ich finde irgendwie die Weichenstation nicht. Schau mal, vielleicht finden wir denn mal den Weg nach Verula. Klingt irgendwie toll. Verula. Was ist denn hier los? Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ich lasse nochmal meine Pokémon einfach heilen, so prophylaktisch schon mal. Müssten auch geheilt sein. Ich habe jetzt halt etwas länger nicht mehr gespielt. Muss auch mal sein, ein bisschen Pause für Pokémon. Aber jetzt seid ihr wieder mit vollen Tatendrang und Lust und Engagement. Haha, wenn man die Staubwolken im Inneren von Höhlen etwas näher untersucht, findet man allerlei Stücke. Hier, ich trete dir einen Teil meiner Stücke ab. Ich habe selbst genug davon. Ein Purpurstück. Es ist toll, wenn man mal die Leute mal auch mal einfach anspricht. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es in Maria City jemanden, der Pokémon im Tausch gegen Stücke bestimmte Attacken beibringt. Ah, ist gut zu wissen. So eine Information. Auf Route 5 bin ich ihm begegnet. Mein Pikachu. Es war Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zum gefeierten Musical-Star wird. Oh, das ist interessant. Danke für die Information. Das ist für mich jetzt mal interessant. Gut, was haben wir für ein Gebäude hier? Wir werden uns wahrscheinlich hier mit beschäftigen. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Ich glaube, das war damals auch nur möglich, wenn wir gut sind. Wie man es auch dreht und wendet. Du bist definitiv ein Trainer. Aber hier ins Haus der Prüfung kommen nur die Stärksten der Starken. Wenn es dir gelingt, den Champ zu besiegen, bist du hier richtig? Dann bist du herzlich eingeladen und bekommst Zugang zum Haus der Prüfung. Jetzt aber nicht. Das war, glaube ich, im anderen Teil auch. Also, es ähnelt momentan halt auch vieles. Das ist auch schön. Für 3 Kämpfe und 3 Umkämpfe braucht man jeweils 3 Pokémon. Tja, was soll ich also tun? Ich habe leider erst 2 Partner an meiner Seite. Dann gehen wir auch hier mal rein. Das ist ein normales Gebäude, nehme ich mal an. Na du? Hey, lauf mir doch nicht davor. Ein schillerndes Rockamine. Da fehlen mir echt die Worte. Es schimmert. Schillernde Pokémon leuchten angeblich hell auf, wenn sie aus dem hohen Gras oder dergleichen hervorspringen. Ja, ich glitzere. Habe ich nicht gesehen, dass er glitzert. Wenn ein Pokémon, das dir sehr am Herzen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Du und dein Rotomorph zum Beispiel. Er scheint auf einer Wellenlänge zu liegen. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Okay, eine Wellenlänge. Sehr schön. Kroni. Ich finde, Rione City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu solltest du jetzt von mir das hier bekommen. Einen Sonnenstein. Warum kein Feuerstein. Luffy hat erwähnt, dass ich mal vielleicht zum Wüstenort gehen sollte. Eine Entwicklung aus, zum Beispiel das Warmwoll. Wüstenorte, da gibt es einen Feuerstein versteckt. Es gibt verschiedene Arten, auf die sich Pokémon entwickeln können. Bei manchen setzt die Entwicklung ein, nachdem sie ein Level aufgestiegen sind oder wenn man ihnen bestimmte Items zum Tragen gibt. Anders wiederum entwickelt sich per Tauschprogramm. Professor Esche kann dir das alles sicher ganz genau erklären, wenn wir sie mal sehen. Danke an diesen Punkt für diese Information, die ist bestimmt auch nützlich und wenn wir da hingehen, werden wir auch mal danach intensiv suchen. Vor einigen Jahren noch habe ich mich in Rione Citys lichte Meer zu Hause gefühlt, aber mittlerweile ist es mir alles zu laut und zu grell geworden. Ob ich lieber aufs Land ziehen sollte, das würde meine Pokémon gewiss auch sehr gut tun. Aufs Land frische Luft? Es soll auch Leute geben, denen von Team Plasma ihre Pokémon gestohlen wurden und die es bis jetzt noch nicht wiedergefunden haben. Es gab ja noch andere Mitglieder. Team Rocket ist bestimmt beliebt. Der Wunderwerfer lädt sich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht so den Einsatz diverser Items. Aha.
Bestreitest du mit einem Freund per drahtlosen DS-Datenübertragung einen Kampf, so kannst du über die Kampfregelmittel das Wunderwerfer-Items zum Einsatz bringen. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht kennenlernen jetzt so, aber okay. Auch interessant. Schauen wir mal. Schon gewusst, im Sportstadion werden regelmäßige zu festgelegten Zeiten Baseball- und Football-Begegnungen ausgetragen. Schauen wir uns mal an. Wenn dir der Sinn nach Tennis oder Basketball steht, dann begib dich doch einfach mal zur Sporthalle. Sport ist Mord. Na, sowas. Sieh mal einer an. Dein Rotomor scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend. Da habe ich doch glatt was für dich. Die Sanftglocke. Die muss ich sofort meinem Mr. Lito geben. Gib einem Pokémon die Sanftglocke und es wird noch zutraulicher werden. Vielleicht erleben wir eine Entwicklung. Mr. Lito, da. Ich gebe dir mal ein Item, das ist ganz gut. Wenn ich es finde. Tafelwasser. Da ist er. Besänftigt. Gut, dann hat Mr. Leto das schon mal. Dann wird das sicherlich was werden. Dann können wir den jetzt dann auch gleich einsetzen in diversen Kämpfen, ja? Und dann wird er sich vielleicht auch noch mit Glück entwickeln. In Oriana City kann man seine Pokémon so gut wie überall trainieren lassen. Das stimmt anscheinend. Wenn du ins Footballstadion gehen kannst, ja. Okay, dann geht's raus. Das sind die ganzen Stadien. Oh, es juckt wieder im Hals. Ich trinke noch mal was. Kurz. Ja, so groß ist die Stadt nun auch wieder nicht. Ein gutes Zusammenspiel mit seinen Pokémon ist das A und O im Sport. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle. Dann siehst du, was ich meine. Ah, dieser verdammte Husten. Okay, das ist... Sorry, nochmal gehustet, das musste einfach raus. Es ging nicht anders. Musiktheater. Dekoartikel plus Musik und Tanz. Wonne pur. Da können wir mal reingehen. Ups. Aber nicht am Pfosten. Zweimal dran gelaufen. Hab mir die Stirn angehauen. Wegen dem hier. Hallo, sehr erfreut. Wirklich willkommen in meinem Musiktheater. Wie sehe. Also, ich muss schon sagen, du siehst mir nach einem famosen Trainer aus. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken nennt man Deko-Spaß. Probier das doch mal aus, ja? Dazu brauchst du natürlich eine Deko-Box. Ja, bitteschön. Eine Deko-Box mit dem Herzchen drauf und mein Schatzel. Oh. Deko-Box erhalten. Da kann sie auch ihre Herzschuppen lagern. Oh, wie süß. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Dann, welches Pokémon verhübschen wir? Mein Schatz. Okay. Das machen wir jetzt. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los. So, jetzt muss man überlegen. Ich habe gar nichts ausgewählt. Wahrscheinlich muss ich das jetzt mit Ding machen. Das ist alles neu. Ich weiß gar nicht, sieht man die Maus? Ich glaube, das muss man mit einem Stift machen. Also, ich hoffe nicht, dass man die Maus sieht. Achso, die muss ich ranziehen. Okay, ich mache das jetzt gerade mit der Maus. Oh, süß. Du kriegst noch den Regenschirm hier, das passt doch an. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, dann sieht man dich nicht mehr. Ah, so. Dann kriegst du noch so einen Hula-Hoop-Reifen. Na, will ich. Obwohl, das passt eigentlich gar nicht so. Kriegst du noch so einen Bongo? Ja, süß. Süß. Ich kann das auch drehen, ja. Ich glaube, das würde jetzt eigentlich reichen. Okay, ich muss nochmal auf OK drücken. Ich hoffe, man hat die Maus jetzt nicht gesehen. Es tut mir leid. Bravissimo! Du hast wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Warum rede ich Französisch? Na gut,
Wie er sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn du hier bald bei einem Musical mitmachst. Alle Informationen dazu erhältst du an der Rezeption. Also ich sehe das Ergebnis deiner Arbeit dann auf der Bühne. Das könnten wir tatsächlich mal machen. Das habe ich damals nicht gemacht, aber hier könnte man das vielleicht sogar tun. Hier geht's wieder raus. Du machst das fast schon. Wenn man mit der Achterbahn fährt, rauscht man mit einem Affenzahn hin und her und auf und ab. Ist fast so, als setze man die Attacke Rückzugheb ein. Und da saust auch noch jemand rum. Weil ich so brav war, durfte ich heute wieder mit in den Vergnügungspark. Und diesmal ist sogar mein Grillmark dabei. Da ist der Griller. Mein Backerl. Süß. Ein Äffchen. Okay, wir haben, glaube ich, hier dann sogar den Vergnügungspark einfach nur. Oder die Arena vielleicht auch noch. Oh, da hat jemand was fallen lassen. Was liegen lassen. Wer war das von euch? Was war das? Luna hat das Item Fundsache gefunden. Okay, Basis-Item-Tasche? Der fremde Visucaster klingelt. Der fremde. Vor allem. Luna nimmt den Anruf an. Nur der Ton. Also, das ist ein Fremder. Aha. Okay. Der Fremde. Hallo? Ah, ja, genau. Ich habe diesen Visucaster verloren. Ich rufe gerade mit einem alten Gerät ohne Videofunktion an. Tut mir leid. Vielen Dank, dass du meinen Visucaster aufgehoben hast. Ich würde ihn gern sofort abholen, aber bei mir ist auf der Arbeit momentan sehr viel los und ich kann hier leider nicht weg. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Visucaster eine Weile für mich aufbewahren könntest. Das macht dir nichts aus. Prima, vielen Dank. Ich heiße übrigens Ich heiße Markus. Und du? Ah, Luna. Wenn es auf der Arbeit etwas ruhiger geworden ist, hole ich ihn gleich ab. Bis dahin. Hat mich sehr gefreut. Ach, noch was. Man nennt mich den Schlürfer. Ah, er will nur bloß mein Kontakt bleiben, ja. Angelegenheit vergessen. Ich werde dich ab und zu anrufen, weißt du, bis gleich. Es ist der Schlürfer. Wenn ihr nicht wisst, wer der Schlürfer ist, müsst ihr mal Call of Cthulhu anschauen. Am besten bei meinem Schatz mal reinschauen. Ein ganz interessanter Zeitgenosse. Ach, worüber soll ich bei meiner ersten Verabredung nur reden? Sogar im Vergnügungspark macht er nichts anderes, als in die Saiten zu hauen. Wunderbar, er liebt die Musik vom ganzen Herzen. Das ist die Arena, glaube ich. Am besten gefällt mir am Achterbahnfahren, dass man aus voller Kehle schreien kann. Das tut manchmal gut, ich glaube, das ist die Arena. Die strahlende Achterbahn war früher mal die Pokémon-Arena von Rayone City. War mal, achso, gibt's nicht mehr. So, dann können wir ja wieder gehen, ne? Dann brauchen wir auch kein Ohren holen. Ist auch gut. Spart Zeit, nein. Womit soll ich zuerst fahren? Mit der Achterbahn oder dem Riesenrad? Das weiß ich noch nicht. Ah, da ist die Arena. Das Funkeln, das Glitzern, das Leuchten, Modeschauen sind super. Mhm. Der steht davor. Ah, ist das heiß. Wie kannst du bei so einer Hitze geradezu vor Energie strotzen? Was hast du da denn? Was hast du denn? Willst du mit dem Riesenrad fahren oder willst du etwa einen Kampf austragen? Mir ist es im Grunde allerlei. Denn mal ehrlich, ich bin nicht besonders stark. Ja, verstehe. Wollen wir gleich loslegen? Ich hänge hier sonst eh nur pausenlos rum. Kampf! In dieser Folge gibt es noch einen Kampf mit einem Angestellten, Augustin. Schauen wir mal, ob wir den Markus irgendwann mal wieder irgendwie erleben werden. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist mehr als blöd. Ah, Froni. Aber gut. Dann wählen wir einfach Vati. Boden und Flug ist jetzt nicht gerade so super.
Aber es ändert sich ja alles noch. Und Vati wird sich jetzt also mit Donnerschock. Da der Vorgang tatsächlich den speziellen Verteidigung... Herr Luvia, er hat recht. Die spezielle Verteidigung erhöht sich, aber auch danach. Die Donner, eine Elektroattacke, verstärkt sich um das Doppelte. Wollte ich auch mal nochmal gesagt haben. Und Navitab haut Scanner raus. Ach, ich könnte manchmal weinen und lachen zugleich. Aber auch nur manchmal. Ritterbi, ich bin ein starkes Navitaub, entwickelt von Dusselgor. So dusselig bin ich gar nicht mehr. Oh, ich hab verloren. Level 24, das sind ja alle ein bisschen stärker. Also. So. Wow, du bist ziemlich stark. Ja, du warst auch nicht so schlecht, aber er hat auch nur ein Pokémon gehabt. Was habe ich gesagt? Ich bin halt schwach. Meine Arbeit hat mich in der letzten Zeit so sehr in Beschlag genommen, dass ich kaum Zeit für mein Pokémon hatte. Trotzdem danke, ich hatte meinen Spaß. Eignet sich auch gut zum Stressabbau. Ich weiß nicht, ob ich dir damit was Gutes tue, aber ich lade dich zum Dank zu meiner Runde auf dem Riesenrad ein. Jetzt muss ich mit dem auch noch fahren. Naja, ist auch schön. Ein schöner Abschluss für diese Folge, finde ich. Okay. Es knarzt etwas, es wackelt noch ein bisschen. Höhenangst macht sich breit, vielleicht. Mann, das ist echt der reinste Schrotthaufen. Was soll denn daran Spaß sein? Vielleicht neu bauen, also warten so. Das ist so langweilig. Ich schätze, ich werfe noch mal einen letzten Blick raus. Und wie gefällt dir das Riesenrad? Okay, die Gondel hat keine Klimaanlage. Und runtergekommen ist das Ding auch. Um ehrlich zu sein, ich arbeite ja für die Firma, die das Riesenrad betreibt. Die Anlage ist alt und lockt auch keine Fahrgäste mehr an. Besonders sicher sind die Gondeln auch nicht. Man ist da drin ja wie gefangen. Für meine Firma ist das Ding im Grunde nur ein Klotz am Bein, weshalb es auch bald abgerissen werden soll. Naja, ein Weilchen steht es noch und solange kannst du gerne kommen, wenn du Lust hast. Mhm. Oh, es wird abgerissen. Schade. Dann fahre ich nochmal mit Achterbahn. Obwohl, das war tatsächlich die Arena. Ach, da schauen wir den nächsten Park an. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wir haben die Stadt erkundet. Das heißt, somit können wir in der nächsten Folge uns mehr um die Trainerkämpfe beschäftigen. Das musste jetzt sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Chronicle Offline.